Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Meet and Greet, dem Videotalk-Format der Beruf und Familie. Mein Name ist Oliver Schmitz, ich bin Geschäftsführer der Beruf und Familie Service GmbH. Es freut mich heute als Gesprächspartnerin Frau Michaela Evens hier begrüßen zu dürfen, die quasi in einer Doppelrolle zugeschaltet ist, und zwar als Direktorin des Forschungsschwerpunktes Arbeits- und Wandel am Institut Arbeit und Technik, dem IAT, sowie als Mitglied des Rats der Arbeitswelt. Mit Frau Evens möchte ich einen Blick auf das erste Gutachten des Rats der Arbeitswelt richten und auch diskutieren, welche Bedeutung die Ergebnisse für die Post-Corona-Zeit haben kann. Und das eben auch nicht nur für Unternehmen, wo man klassischerweise viel mobil arbeiten kann, was gerade in aller Munde ist, sondern auch für klassische Präsenzberufe, wie ich sie häufig in Krankenhäusern oder auch im Pflegebereich habe. Herzlich willkommen, Frau Evens. Freut mich sehr, Sie heute beim Meet and Greet begrüßen zu dürfen. Steigen wir direkt ein mit einer ersten Frage, nochmal allgemein. Vielleicht kennen ihn noch nicht alle, aber wer ist der Rat der Arbeitswelt und was tut er? Ja, vielen Dank, Herr Schmitz, für die Einladung. Ja, was ist der Rat der Arbeitswelt? Was tut er? Wir beobachten ja vielfältigste Veränderungen in der Arbeitswelt. Um nur mal ein paar Stichpunkte an dieser Stelle zu geben: Digitalisierung. Wir haben das große Thema der ökologischen Transformation jetzt auf der Agenda. Wir erleben, dass viele Beschäftigte sehr flexibel sein müssen in der neuen Arbeitswelt. Und von daher gibt es vielfältige Veränderungsthemen, die immer wieder auch mit der Frage zu tun haben: Wo finden Beschäftigte zukünftig Arbeit? Wie sind Arbeitsbedingungen ausgestattet? Und wie können wir das gesellschaftlich schaffen, Menschen nicht nur in Arbeit zu bringen, sie in der Arbeitswelt auch weiter zu qualifizieren, sondern eben auch, wie schaffen wir das, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen? Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Veränderungsprozesse. Und das ist genau die Zielsetzung des Rates, diesen Wandel der Arbeitswelt zu beobachten und ausgehend davon Handlungsempfehlungen abzuleiten. Handlungsempfehlungen für Betriebe, für die Beschäftigten, für Interessensvertretung, aber eben auch für die Politik. Ganz spannend. Und eines der Schwerpunktthemen im Gutachten des Rats der Arbeitswelt ist der Betrieb als sozialer Ort. Was verstehen Sie darunter? Ja, vielleicht sage ich noch mal zwei, drei Sätze, wie der Rat zusammengesetzt ist. Das ist vor dem Hintergrund Ihrer Frage gar nicht so unwichtig. Der Rat ist zusammengesetzt sowohl mit betrieblichen Praktikerinnen, also Menschen, die tagtäglich diese Veränderung auch in ihrer Arbeitswelt erleben, und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Also von daher ein Gremium, das nicht allein wissenschaftlich ausgerichtet ist, sondern eben sehr stark von dem Zusammenspiel betrieblicher Praxis und Wissenschaft profitiert. Der Betrieb als sozialer Ort, als Thema, war für uns insofern von hoher Relevanz, als dass wir mit unserem ersten Gutachten eben mitten in der Pandemie waren. Ja, wo viele Betriebe und Beschäftigte erfahren haben, dass sich ihre Lebenswelt, ihre Arbeitswelt gerade fundamental verändert. Und das Thema Homeoffice, Zeit, Ort, flexibles Arbeiten, mobile Arbeit eben auch pandemiebedingt auf die Agenda gesetzt wurde. Das hatte natürlich viel auch mit Arbeitsschutz zu tun, aber eben auch Ausdruck eines generellen Trends, den wir auch im Vorfeld schon beobachtet haben, nämlich genau diese Flexibilität, die sich da abzeichnet. Und uns als Rat war es wichtig zu sagen, das eine ist die Debatte um Zeit, Ort, flexibles Arbeiten, Homeoffice. Das andere ist aber, wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass Betriebe ja mehr sind als einzelne Berufe, ja, konkrete Aufgaben und Tätigkeitsfelder, sondern da arbeiten Menschen zusammen. Da geht es um Zusammenhalt, um Zusammenarbeit zwischen Kollegen und Kolleginnen. Da geht es um sowas wie Teamkultur, Unternehmenskultur und eben auch um die große Frage, wie schaffen wir das,
in der Arbeitswelt, die sehr stark eben durch Arbeiten auch auf Distanz geprägt ist, das nicht aus dem Blick zu verlieren und das Informelle, den informellen Austausch auch wieder ein Stück in den Fokus zu rücken. Das passt auch ganz gut, was wir auch immer sagen, dass gerade auch so dieser informelle Austausch ja auch ungeheuer wichtig ist für die Innovationsfähigkeit auch einer Organisation. Und wenn wir vielleicht auch noch mal so auf das Thema Homeoffice schauen, was ja in aller Munde ist, ganz breit diskutiert worden ist, Pflicht zur, man muss das anbieten als Arbeitgeber auch. Und jetzt wird es ganz spannend sein, wie sieht es denn jetzt nach Corona aus? Weil die Vielfältigkeit, wo, wie Homeoffice zu machen ist und durch wen, ist ja auch sehr groß. Wie sehen Sie das? Wie soll man in Zukunft damit umgehen, mit den Wünschen und auch mit den Grenzen, auch was Homeoffice anbetrifft? Also die vorliegenden Studien gehen eigentlich im Ergebnis sehr klar in die Richtung, dass erstens mehr Flexibilität seitens der Beschäftigten auch erwünscht ist, aber eben nicht in der Zieldimension, wir vernachlässigen den Betrieb als sozialer Ort, wir wollen dieses Informelle nicht mehr, sondern der Trend geht eher in die Richtung zu sagen, wir brauchen eine gesunde Mischung aus Präsenzarbeit und eben der Arbeit im Homeoffice. 2/3 der Beschäftigten wünschen sich genau diese Form von Präsenz und Homeoffice. Und ich denke, das ist etwas, was uns künftig noch stärker auch umtreiben wird. Und die digitale Kommunikation verändert ja auch in gewissermaßen auch so die Prozesse und letztendlich auch die Unternehmenskultur. Wie arbeiten wir zusammen? Können Sie quasi mal erläutern, welche Veränderungen der Rat der Arbeitswelt festgestellt hat, gerade so im Hinblick der kulturellen Veränderung auch, die es vielleicht auch bedarf oder die es jetzt vielleicht schon gibt? Na, zum einen ist es eine große Herausforderung, wenn Arbeit verstärkt im Homeoffice gemacht wird, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Ja, weil das Arbeiten, das Zusammenarbeiten auf Distanz ist natürlich erstmal schwieriger, als wenn ich einfach mal ins Nachbarbüro gehen kann und mich informell auf kurzem Wege mit meinem Kollegen, meiner Kollegin absprechen kann. Das zweite Wesentliche, was wir dort beobachten, ist, dass Führung vor ganz neuen Herausforderungen auch steht, gerade dann, wenn man sich nicht mehr in Präsenz vor Ort begegnet, sondern dann entstehen neue Herausforderungen, das Team als Team auch zu entwickeln, die einzelnen Expertisen, die Beschäftigten mitbringen, auch zusammenzuführen, Teamkultur zu fördern und natürlich auch die eigene Führung, das eigene Führungsverhalten auf die Arbeit in Distanz umzustellen. Also ich bin kein Freund vom Herbeireden von Generationenkonflikten, aber glauben Sie auch, dass da auch so Generationen aufeinandertreffen, die einfach auch unterschiedlich ein Stück weit sozialisiert worden sind und dann auch unterschiedlich mit diesen neuen Medien umgehen und vielleicht auch mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit die Entwicklung dann vornehmen? Ja, erstmal würde ich sagen, ist die Frage, ob Arbeit im Homeoffice möglich ist, natürlich sehr stark auch davon abhängig, erstens, wie digital ist mein Arbeitsplatz überhaupt? Und zweitens, lassen es meine Aufgaben und Tätigkeiten überhaupt zu, im Homeoffice zu arbeiten? Wir haben ja nicht nur Berufe, in denen das möglich ist und Branchen, sondern wir haben ja auch gerade im sozialen Dienstleistungsbereich viele Berufe und Aufgaben, wo man eben nicht so schnell ins Homeoffice gehen kann. Denken Sie an den großen Bereich Bildung und Erziehung, ja, oder an die Pflegeberufe als Beispiel. Vor dem Hintergrund würde ich erstmal sagen, dürfen wir nicht nur Konfliktlagen in den Blick nehmen, sondern müssen erstmal feststellen, das Homeoffice-Potenzial ist zwischen den Branchen und Berufen sehr unterschiedlich. Konfliktlagen sind, glaube ich, nicht so sehr eine Frage unbedingt des Alters, sondern es ist eher Ausdruck der Frage, wie sehe ich meine Arbeit? Ja? Was ist der Wertewandel der Beschäftigten dahinter? Und da haben wir natürlich auch Erfahrung, dass Präsenzkultur auf der einen Seite
eine sehr starke Rolle spielt. Und auf der anderen Seite, die Beschäftigten sagen, naja, ich möchte aber auch flexibel arbeiten. Ich möchte 2 bis 3 Tage im Homeoffice arbeiten. Und das ist dann vor allen Dingen auch eine Frage der Vertrauenskultur, die gefördert werden muss. Ja, also das Überzeugen, dass das Arbeiten im Homeoffice eben nicht zum Nachteil ist, nicht zum Nachteil des Teams, dass dort weiterhin ein guter kollegialer Austausch möglich ist. Und da haben Führungskräfte natürlich auch eine große Herausforderung. Man redet da ja auch dann viel von so ergebnisorientierter Arbeit, also nicht mehr irgendwie die Zeit quasi als das Maßstab zu nehmen, sondern Ergebnisorientierung, die Leistung der Arbeit eher an anderen Dingen zu messen als an Zeit. Gibt es da Fortschritte oder wie steht da der Rat der Arbeitswelt dazu? Naja, auf der einen Seite ist es ja durchaus auch im Sinne der Beschäftigten, dass sie nicht mehr in einem strikten Zeitkorsett arbeiten, sondern sich ihre Aufgaben flexibler aufteilen können, auch im Homeoffice. Auf der anderen Seite geht damit natürlich ein Risiko einher, was wir auch gut dokumentiert haben in der Studienlage, nämlich das große Risiko, dass Arbeit entgrenzt wird. Ja, es wird wesentlich voraussetzungsvoller zu sagen, wie teile ich mir das ein, wie sorge ich im Homeoffice auch dafür, dass eben Arbeitszeiten nicht ausgedehnt werden, ja, dass ich mir selber auch eine Strategie aneigne, um meine Arbeitszeit da nicht selbst zu entgrenzen. Und das heißt, die Chance auf der einen Seite mehr Flexibilität hat auf der anderen Seite auch ein Risiko, nämlich zusätzliche Belastungen, Risiken auch für die Gesundheit. Und da sehen wir vor allen Dingen auch den Punkt, der Arbeits- und Gesundheitsschutz muss Antworten geben auf diese Form auch des zeit- und ortsflexiblen Arbeitens. Sehe ich auch als große Herausforderung, gerade so diese Fürsorgepflicht der Führungskräfte. Zum einen habe ich selber dann mehr Verantwortung auch für die Selbstfürsorge, aber ich habe ja auch eine formale Fürsorgepflicht als Führungskraft. Und es geht ja immer mehr, ich sag mal, weg vom klassischen Telearbeitsplatz, der auch der Arbeitsstättenverordnung entspricht, immer mehr hin zu mobilen Arbeiten. Und das ist ja auch eine Angst der Führungskräfte, dass ich dieser Fürsorgepflicht auch nicht mehr gerecht werden kann, wenn ich die Leute nicht mehr so um mich habe. Was sind denn da für Lösungsmöglichkeiten vielleicht? Oder wie kann man auch so ein bisschen die Angst nehmen? Na, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in dem Gutachten festgestellt haben, wir brauchen betriebliche Regelungen. Ja, wie Arbeit im Homeoffice gestaltet wird, wie oft man sozusagen in Präsenz oder auch zu Hause arbeitet, das kann man regeln. Über Betriebsvereinbarungen, auch über Tarifverträge. Und solche Regelungen bieten ja schon mal auch eine gewisse Sicherheit, ne? Weil wir dann einen Rahmen haben, in dem Homeoffice gestaltet werden kann. Das ersetzt aber natürlich nicht die Arbeit auch der Führungskräfte, sich auf diese neue Arbeitsform einzustellen. Und da glaube ich, ist es unbedingt notwendig, dass Führungskräfte auch in dieser Richtung sich qualifizieren, dass Vertrauenskultur auch gelebt wird. Und Sie haben vorhin gesagt, ergebnisorientierte Arbeit. Das heißt eben auch für Führungskräfte ein Stück loszulassen und zuzulassen, dass die Arbeit eben auch erledigt wird, ja, und das Vertrauen zu geben, dass die Beschäftigten das gut auch hinkriegen, wenn sie eben nicht vor Ort tätig sind. Und diese Vertrauenskultur, das muss wachsen und gefördert werden. Und das ist sicherlich neben sozusagen betrieblichen Regelungen zum Homeoffice der zweite große Gestaltungsansatz, den wir da in den Blick nehmen müssen. Noch mal einen Schritt vorher quasi so die Entscheidung, wer kann, wer darf Homeoffice machen. Das ist ja auch, wurde ja auch stark diskutiert. Auch vor den Bundestagswahlen hat man schon so dieses Thema Pflicht auf Homeoffice. Also muss ich es anbieten? Habe ich ein Recht drauf? Habe ich keins? Jetzt kommt wahrscheinlich so dieses Thema, ich habe ein Anhörungsrecht auch. Mhm. Also ich erlebe es halt in der Praxis auch durchaus, dass Führungskräfte unterschiedlich reagieren. Zum einen
aus Angst, dass eine Neidkultur oder Ähnliches entsteht, dass einfach zu viel auch zugelassen wird oder auch, dass man alles blockiert, eben auch aus Angst, dem einen lasse ich es, dem anderen lasse ich es jetzt nicht machen. Wie kommen wir da zu einem Prozess vielleicht oder auch dahin, dass die Möglichkeiten auch wirklich gut genutzt werden? Also in der Corona-Pandemie, auch das ist durch Studien relativ gut belegt, wurde deutlich, dass Führungskräfte, die genau diese Vorbehalte ursprünglich hatten, die gesagt haben, das passt nicht zu uns, das passt nicht in unsere Unternehmenskultur, ich habe vielleicht auch Angst, ja, an dieser Stelle loszulassen, dass die mit sehr positiven Erfahrungen aus dieser Zeit herausgehen. Und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass Führungskräfte, die das erlebt haben, dass Arbeiten im Homeoffice möglich ist und eben nicht zu Ergebniseinbußen führt, dass es eben nicht dazu führt, dass Teams ihre Aufgaben nicht erledigen, dass die in der Tendenz, weil sie diese positiven Erfahrungen gemacht haben, auch deutlich offener sind für dieses Thema. Und ich glaube, das ist einer der Erfahrungen, die wir jetzt auch aus der Corona-Pandemie ziehen können. Ganz spannend. Also ähnliche Erfahrungen machen wir auch gerade eben mit den zahlreichen Unternehmen, die wir auch begleiten. Das deckt sich durchaus, dass man dann ja irgendwie überrascht ist, wie viel Offenheit dann plötzlich. Also man merkt, man hat es mal zugelassen, es tut ja überhaupt nicht weh. Auch wenn man manche Grenzen auch überschritten hat, wo es dann doch mal weh tat, weil es nicht anders ging, wegen Homeschooling auch. Aber das ist quasi jetzt auch was wir aus der Pandemie lernen können. Was können wir denn noch aus der Pandemie lernen? Vielleicht auch gerade auch für Präsenzberufe. Naja, Sie haben gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, wo wir, glaube ich, sehr kritisch auch künftig hinschauen müssen. Die Flexibilität in der Arbeitswelt der einen kann ja sehr schnell auch zu Flexibilitätszumutung werden, nämlich genau für die Berufe, die sozusagen auf Präsenz angelegt sind. Ja? Flexibilität muss dann zum Beispiel beantwortet werden in der Kinderbetreuung. Ja? Sie haben gerade das Stichwort Homeschooling angesprochen. Es ist ja nicht so, dass jeder, der prinzipiell im Homeoffice arbeiten kann, dort auch gute Rahmenbedingungen hat zu arbeiten. Und die Frage, wie wirkt sich das künftig eigentlich aus? Mehr Flexibilität auch auf die Verteilung von Erziehungspflegeaufgaben zwischen Männern und Frauen zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich auch die Frage, Sie haben es gesagt, Präsenzberufe, da ist es eben nicht so einfach, ins Homeoffice zu gehen. Wobei, da möchte ich kurz nochmal einhaken, weil so ganz stimmt das nicht. Mhm. Wir haben auch mittlerweile in den Krankenhäusern beispielsweise oder auch in Leitungspositionen, in Pflegeeinrichtungen oder in der Kinder- und Jugendhilfe durchaus Erkenntnisse darüber, dass auch in diesen eigentlich eher sehr stark präsenzgeprägten Berufen Homeoffice durchaus an Bedeutung gewinnt. Und genau diese Diskussion werden wir vermutlich auch in diesen Berufen kommen. Was sind Aufgaben und Tätigkeiten, die ich auch in diesen Berufen vielleicht zukünftig auch von zu Hause aus machen kann? Das ist auch etwas, was wieder unsere Erfahrungen deckt, dass halt auch quasi auch Berufe, wo man gemeint hat, da geht gar nichts. Irgendwas geht fast immer, auch wenn es ein kleinerer Anteil ist halt, ob es jetzt Berichtswesen ist oder Ähnliches, was man dann auf Distanz machen kann. Ein anderes Thema, was ich jetzt auch gerade bei Arbeitgebern auch mal gehört habe, das war so, dass wenn wir jetzt nochmal mehr mobiles Arbeiten anbieten, dann erfahrungsgemäß nutzen die Frauen das mehr, um sich halt auch wieder mehr um die Familie zu kümmern und so ein bisschen so eine Angst haben, so diese Retraditionalisierung, die dann einhergehen könnte quasi, die jetzt auch diskutiert worden ist während der Corona-Zeit, wo halt sich auch Frauen wieder vermehrt um die Familie gekümmert haben, wobei der Anteil der Männer auch zugenommen hat. Und das wäre jetzt auch was, ich denke mal, was Wichtiges, wo man sich jetzt auch im Ausgang der Krise, wenn sie denn hoffentlich bald mal ausgeht, beschäftigen müsste, dass es da keine negativen Effekte quasi gibt. Hat sich da der Rat der Arbeitswelt auch mit beschäftigt, mit diesem Thema?
Wir haben das insofern getan, als dass wir ja einen Fokus auch auf das Thema Pflege, Zukunft der Pflege gelegt haben, weil wir als Rat eben überzeugt davon sind, Zukunft der Arbeit, das ist eben nicht nur die Arbeit im produzierenden Gewerbe, im Handwerk, in der Industrie, sondern alle Studien, Prognosen, die wir haben, sind da ja sehr eindeutig. Arbeit in den sozialen Dienstleistungsberufen, das wird künftig deutlich an Relevanz gewinnen. Vielleicht mache ich das mal an so ein paar Zahlen fest. 4/5 der pflegebedürftigen Menschen, die wir derzeit in Deutschland haben, werden im häuslichen Umfeld versorgt, also nicht in einer Pflegeeinrichtung oder in einem Altenheim. 2,3 Millionen Menschen sind pflegende Angehörige und davon sind 2/3 nach wie vor erwerbstätig. So, jetzt beobachten wir, dass der Wunsch nach flexiblem Arbeiten durchaus da ist. Ja, er trifft aber auch auf eine Betreuungssituation, wo ich dann eben das Arbeiten auf Distanz im Homeoffice mit Sorgetätigkeiten, sei es das Kümmern um die Kinder oder aber eben auch um einen pflegebedürftigen Angehörigen vereinbaren muss. Und da würde ich sagen, müssen wir in Zukunft genau hinschauen. Wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich das aus auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Familie? Und wie schaffen wir es dann, diese Menschen, die eben auch zu Hause arbeiten und gleichzeitig familiäre Sorgearbeit leisten, gut zu unterstützen? Ganz spannend. Also Rat der Arbeitswelt, ich denke, da von Ihnen wird man noch viel hören auch. Wie wird es denn in Zukunft weitergehen mit dem Rat der Arbeitswelt, gerade auch in Bezug auf die neue Bundesregierung, auch was Themensetzung anbetrifft bei Ihren Berichten, den Gutachten, die Sie machen, um mal so einen kleinen Blick in die Zukunft zu geben, was quasi vom Rat der Arbeitswelt noch zu erwarten ist in mittelfristiger Zeit. Kann man dazu was sagen? Ja, also wir sind dabei, das Thema für den nächsten Bericht zu sondieren und so ein paar grundlegende Herausforderungen, mit denen wir das in der nächsten Zeit ja verstärkt zu tun haben werden, hatte ich ja angesprochen, der Strukturwandel, der ganze Region betrifft, das große Thema Digitalisierung, aber natürlich auch weiterhin das Thema Flexibilisierung von Arbeit, Homeoffice, das Thema ökologischer Wandel, das sind sicherlich Themen, die uns weiter beschäftigen werden. Und gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade diskutiert haben, ich glaube, wir müssen es auch hinkriegen, viel stärker nochmal die Gestaltungsperspektiven zwischen den Branchen in den Blick zu nehmen. Stichwort Vereinbarkeit, Pflege und Beruf. Mhm. Ja, es sind zunehmend auch Männer, die mittlerweile erwerbstätig sind und gleichzeitig pflegende Angehörige. Es betrifft eben nicht mehr nur Frauen. Und da, glaube ich, müssen wir viel stärker auch mal schauen, was passiert da in der Praxis? Wie entwickeln eigentlich Unternehmen gemeinsam mit sozialen Dienstleistern neue Angebote, um ihre Beschäftigten auch in diesem Thema gut zu unterstützen? Also dieser Brückenschlag zwischen sozialer Dienstleistungsarbeit und der Arbeit in klassischen Industriebranchen, Handwerksbranchen, das ist etwas, das wird uns sicherlich auch noch weiter umtreiben. Mhm. Wir befinden uns sicherlich in einer ganz spannenden Zeit jetzt. Corona haben wir zum Teil als Katalysator mitbekommen für Veränderungen in der Arbeitswelt. Umso wichtiger sind dann auch so Institutionen wie Rat der Arbeitswelt, die jetzt halt dann auch aktiv mitgestalten auch. Und daher gilt ein ganz großer Dank auch Ihnen, auch für Ihre Tätigkeit und auch, dass Sie sich heute hier quasi auch daran teilgenommen haben an dem Gespräch. Dafür möchte ich Ihnen recht herzlich bedanken und freue mich dann auch nochmal auf weiteren Austausch und bin gespannt, vom Rat der Arbeitswelt auch noch weiter zu hören. Ganz vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schmitz.